Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 16. Part? Ja, 16. Part bei, wer weiß denn sowas, mit mir, dem verspackten Rage-Kegel. Und ich hatte jetzt gerade mal versucht, das hier mit Webcam aufzunehmen. Es hat aber leider nicht funktioniert. Deshalb, diese Parts, beziehungsweise die nächsten Folgen, werden leider für welches Team entscheidest du dich? Ohne Webcam sein. Das tut mir wirklich ganz groß sorry. Aber es ist leider nicht zu ändern. So, letztes Mal waren wir ja im Team Bernhard, was wir ja gut gedingst haben, ne? Und ja, weil wir ja gesagt haben, wir wechseln immer von Show zu Show das Team, gehen wir jetzt zu Team Elton. Und mal sehen, ob das was wird. Ah, oh, aber ärgert mich mit der Webcam. Bisschen scheiße. Aber egal. Los geht's. Heute bei der Weiß denn sowas, Bernhard Hoeker und Elton. Und jetzt geht's los. Guten Abend. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer weiß denn sowas? Es ist ja wichtig, dass man feste Punkte im Leben hat, wie diese Sendung. Wussten Sie eigentlich, dass der härteste Knochen im menschlichen Körper das Felsenbein am Innenohr ist? Ich freue mich auf unsere beiden Teams. Wir schauen auch heute wieder zum Anfang auf die Publikumsverteilung, denn auch heute durfte sich das Publikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen, was sie glauben, welches Team heute gewinnt. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. 51, okay. Und das Team Elton. 60, yeah. 12 Kategorien, 12 Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus 2 Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Hier ist unsere Wand. Die 12 Kategorien sind heute. Was bin ich? Das Fragezeichen. Einspruch. Essen und Strike. Technik. Deutsche Sprache. Total genial. Unser Körper. Im Labor. Tierisch, tierisch. Clever. Und Musik. Und wie immer darf das Team die erste Kategorie wählen, das mehr Menschen hinter sich hat. Was soll eure erste Kategorie sein? Ja, was fragst du denn noch? Das müsstest du eigentlich wissen, Kai. Also ich persönlich. Welche Aussage über Lebensmittel stimmt? A. Das Bonbon kommt aus Persien. B. Der Ketchup hat seine Wurzeln in Frankreich. Oder C. Der Mohnkuchen stammt aus der Mongolei. Was? Wie gut, dass ich es ohne Webcam aufnehme, weil ich habe gerade ganz viele Fragezeichen über dem Kopf. Ich habe keine Ahnung. Bonbon aus Persien, das macht Sinn, dass die da so ein bisschen Süßkram hergestellt haben. Meinst du? Ja, nein. Also C schließe ich schon mal aus. Also meinst du wirklich, dass es A ist? Also ich bin da so ein bisschen so, ob das sein kann? Na gut. Elton, komm, ich vertraue dir. Gut, dann nehmen wir A. Ist okay. A ist eingeloggt. Ja, wer weiß, ne? Könnte alles sein. Klingt spannend, ist es auch. Der Ketchup hat seine Wurzeln im fernen Osten. Und der Mohnkuchen ist in Europa zu Hause. Schon um 600 nach Christus fanden die Perser heraus, wie man aus Zuckerrohrsaft Zucker gewinnt. Dieser wurde 100 Jahre später mit Früchten gemischt. Heraus kam das köstliche Fanichsai. Das erste Bonbon. Yeah. Die Handelsreisenden brachten es nach Europa und damals waren vor allem die reichen Bürger ganz verrückt danach. Strike! Die ersten 500 Euro! Aber auch nur weil Elton da so ein bisschen mitgeholfen hat, ne? Wie wollen wir denn ich wusste es nicht gar nicht. Was hältst du von im Labor? Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Im Labor, bitte. Was geschieht, wenn eine Glasflasche, in der zuvor Wasser zum Kochen gebracht wurde,
kopfüber in ein Wasserbad gestellt wird. A. Die komplette Flasche füllt sich blitzschnell mit Wasser. B. Die Flasche gibt einen schrillen Pfeifton von sich. Oder C. Die Flasche kühlt auch nach 15 Minuten nicht ab. Es ist theoretisch alles, ich habe für alles eine Erklärung. A vielleicht? Die komplette Flasche füllt sich blitzschnell mit Wasser. Wasser zieht sich rein, weil natürlich die warme Luft kühlt ab, zieht sich zusammen und Wasser zieht nach. Was hältst du von B? Es wird wahrscheinlich vielleicht sogar Wasser reingesaugt und vielleicht erzeugt das diesen schrillen Pfeifton. Wir entscheiden uns für B. Mhm. Wir haben B eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Einfach ein wenig Wasser in eine Glasflasche schütten. Die Flasche erhitzen, beispielsweise in einer Mikrowelle. Durch den Wasserdampf entsteht ein Unterdruck in der Flasche. Jetzt die Flüssigkeit auskippen und die Flasche kopfüber ins Wasser stellen. Und tatsächlich, dank diesem extremen Unterdruck füllt sich die Flasche blitzschnell mit Wasser. Echt? Oh Gott. Es bleibt bei 0 Euro. Wahnsinn. Wir machen weiter, nächste Kategorie. That is nice. So, was nehmen wir jetzt als nächstes? Ja komm, nehmen wir tierisch. Dann nehmen wir tierisch. Jo. Wozu dient der breite schwarze Streifen auf dem Fell des großen Ameisenbären? A. Abwehr von Parasiten. B. Regulierung von Wärmezufuhr. Oder C. Tarnung von Jungtieren. Breite schwarze Streifen auf dem Fell des großen Ameisenbären. Also, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Also, müsste ich jetzt auch wieder Elton mit ins Boot holen, weil... Keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich. Weil da scheinen ja sowohl die Jungtiere als auch der ausgewachsene große Ameisenbär einen schwarzen Streifen zu haben. Und warum schützt das nur die Jungtiere und nicht den... Dann müsste da stehen allgemein Tarnung für Feinde. Okay. Regulierung von Wärmezufuhr wollen die uns vielleicht hinführen wegen schwarzer Streifen. Sommer, Sonne knallt da drauf. Mhm, könnte sein. Nee, glaube ich nicht. Na gut, die, ich sag mal, die schwarze Farbe, die zieht ja sowieso die Sonnenstrahlen sehr stark an. Genauso wie man jetzt, wenn man schwarze Kleidung trägt und die dann, wenn man jetzt hier im Hochsommer rausgeht, da dauert es ja nicht lange und du brätst ja richtig in der Sonne. Pass mal auf. Also, ich rate jetzt einfach. Wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. So, wir haben B eingeloggt. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Das auffälligste Merkmal des mittel- und südamerikanischen großen Ameisenbären ist die lange Schnauze. Doch er hat noch eine Besonderheit, den breiten schwarzen Streifen über dem Schulterbereich. Bekommt das Weibchen Nachwuchs, trägt sie ihn, für andere kaum zu erkennen, bis zu 9 Monate auf dem Rücken. Das Jungtier besitzt ebenfalls diesen Streifen. Die Zeichnung der Mutter und die des Jungtieres gehen fließend ineinander über. Und so ist das Junge perfekt vor Angreifern getarnt. Echt? Oh Gott. Das heißt kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Mhm. Wir machen weiter. Entscheiden wir uns für clever. Lass uns clever nehmen. Clever nehmen wir. Wie ist es möglich, eine schrumpelig gewordene Möhre zu alter Form zu verhelfen? A. In Wasser stellen, B. Mit Öl einreiben oder C. 30 Sekunden in die Mikrowelle legen? Antwort A. Also die Möhre ist ja quasi die Wurzel einer Pflanze. Und wenn ich sie ins Wasser lege, hat die Möhre sofort das Gefühl, ich muss arbeiten und saugt Wasser an, um es dann in die Pflanze zu transportieren. Eventuell B? Ich habe das noch nie gehört. Wir nehmen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Diese Möhren haben ihre beste Zeit hinter sich? Von wegen. Tatsächlich bekommt man schrumpelige Möhren wieder fit, indem man sie in Wasser stellt. Der Grund? Das Wasser dringt durch die halbdurchlässige Membran in die Wurzel. Nach 2 Stunden sehen die Möhren wieder frisch und knackig aus. Wow. Respekt.
die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Das ist nice. Ihr hattet jetzt ja ein bisschen Zeit, euch die nächste Kategorie auszusuchen. Nö, noch nicht. Ja, komm, nehmen wir Einspruch, würde ich sagen. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Ja, alles klar. Was gilt noch als pünktlich? A. Der Gottesdienst beginnt 14 Minuten später. B. Die Deutsche Bahn verspätet sich um 5 Minuten und 59 Sekunden. Oder C. Der Zahlungstermin für die Wohnungsmiete wird 5 Tage überschritten. Die Deutsche Bahn verspätet sich 5 Minuten und 59 Sekunden. Also ich sag mal, wenn jetzt ein Zug, ich sag mal, mehr wie 10 Minuten Verspätung hat, dann würde ich sagen, das gilt nicht mehr als pünktlich. Im Gottesdienst beginnt 14 Minuten später. Also wenn jetzt da gestanden hätte, der Arbeitnehmer beginnt 14 Minuten später die Arbeit, das zählt eigentlich auch noch als pünktlich. Obwohl es dann schon heißt, ja hier, warum bist du jetzt zu spät und hin und her. Aber normalerweise, wenn man sich in dem Bereich von 15 Minuten in eine Stempeluhr einstempelt, dann gilt das noch als pünktlich. Ist mir, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ist mir leider schon öfters passiert, aber egal. Was wollte ich denn jetzt hier gedingsen? Elton, was sagst du denn zu B? Also B halte ich für komplett ausgeschlossen. Okay. Was mit C? Ich würde C mal ausschließen. Und A? Ich weiß es tatsächlich absolut nicht, aber allein von den Antworten würde ich sofort auf A tippen. Ja, aber normalerweise der, der Pastor, beziehungsweise der Padre, nenne ich es jetzt mal, der hat ja eigentlich auch so seine Zeitvorgaben. Und ich sag mal, wenn um 10 Uhr jetzt direkt der Gottesdienst beginnt, dann beginnt der da. Obwohl, es sei denn, Person, die für die ja, sag schon, für die Glocke irgendwie zuständig sind, dass die vielleicht irgendwie, ich sag mal, verschlafen haben oder sonstiges. Na gut. Ich nehme A. A ist eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. 5 Minuten Definition, wenn es um ihre Pünktlichkeit geht. Weil die Bahnhofsuhren früher noch keinen Sekundenzeiger hatten, endete am Bahnsteig die 5. Minute optisch erst mit dem Zeigersprung auf die 6. Minute. Daher erhebt die Deutsche Bahn die sogenannte 5-Minuten-Pünktlichkeit nach wie vor nach dem gleichen Prinzip mit 5 Minuten und 59 Sekunden. Ich hab's geahnt! Nächstes Mal höre ich auf mein Gefühl. Also, nee, die machen wir weiter. Musik gefällt mir. Klingt am vernünftigsten. Musik bitte. Der Musiker Bruce Springsteen wird auch The Boss genannt, weil er seine Bandmitgliedern A. schriftlich kündigte, wenn er unzufrieden mit ihnen war, B. verbot, ihn Bruce zu nennen, oder C. nach den Auftritten die Gage persönlich bar auszahlte. Wäre B möglich? B schließen wir aus. Was sagst du zu A? Das klingt für mich total schlüssig. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Bruce Springsteen, Rocklegende aus den USA. Sein Album Born in the USA ist eine der meistverkauften Platten aller Zeiten. Den Spitznamen The Boss bekam er in den 70er Jahren, als er seine Band nach den gemeinsamen Auftritten noch in bar auszahlte. Der Boss selber mag diesen Namen allerdings nicht so gerne. Ich habe mich nie um diesen Namen gerissen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre mir Herr Springsteen lieber oder einfach der Typ aus New Jersey. Okay. Es bleibt bei 500 Euro. So, ihr seid dran. Na gut.
So, nächste Kategorie, die wir in den Sand setzen können. Komm, wir nehmen das Fragezeichen. Wir können auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Richtig. Wobei kann die rechte Handregel helfen? A. Herausfinden aus einem Irrgarten. B. Einprägen des Periodensystems. Oder C. Umfahren eines Staus. Die rechte Handregel helfen. Da würde ich jetzt ganz direkt auf A tippen. Weil wenn man immer in einem Irrgarten mit der rechten Hand irgendwie an der Wand, beziehungsweise an diesen Gestrüpp vorbeigeht und das immer so auf der rechten Seite wählt. Ich glaube, da kann man dann schnell aus dem Irrgarten rausfinden. Das ist aber jetzt nur so eine Idee von mir. Was sagt ein Elton dazu? Das glaube ich nicht. Heraus aus einem Irrgarten. Warum? So wie ich es gerade erklärt habe, aber du hörst mir ja nicht zu. B könnte theoretisch sein. Ist es aber nicht, oder wie? Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Okay. Ah komm, ich habe letztes Mal gesagt, diesmal höre ich auf mein Gefühl. Also kann es eigentlich nur A sein. So. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Hier ist die Lösung. Die rechte Handregel besagt, wenn du einen Irrgarten betrittst, so achte darauf, dass eine Wand immer rechts von dir ist. Irgendwann wirst du an dein Ziel gelangen. Voraussetzung dafür ist, dass alle Mauern des Irrgartens zusammenhängen oder mit der Außenseite verbunden sind. Natürlich könnte man statt der rechten auch die linke Hand verwenden, was dann die linke Handregel wäre. Hahaha! Wisst ihr? Hab's dir gesagt. Hör mal auf mich, ey. Kollege. Scheiße. Technik spricht mich an. Wer im Moment mein Favorit? Wir hätten gerne Technik. Bei welchem Produkt ist die Anzahl der verwendeten Steine ein Qualitätsmerkmal? Lego. A. Zahnarztbohrer. B. Mechanische Armbanduhren. Oder C. Selbsttönende Brillengläser. Also. Fällt dir zu B was ein? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Könnte es A sein? Wenn du A sagst, ich bin dabei. Wir nehmen A. Ihr habt A eingeloggt. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Bei den Steinen handelt es sich meist um synthetisch hergestellte Rubine oder Korunde. Die Edelsteine werden zurechtgeschliffen und vorgebohrt und fungieren als Lager für die Zahnräder innerhalb einer automatischen Uhr. Dadurch reduzieren sie die Reibung zwischen den beweglichen Teilen und vermindern deren Abnutzung. Durch eine gleichmäßige Kraftübertragung wird zudem die Ganggenauigkeit erhöht. Eine Präzisionsuhr mit Handaufzug benötigt mindestens 15 funktionelle Steine. Wow! Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Wir haben noch vier Kategorien. So, dann können wir nochmal versuchen nachzulegen. Was bin ich oder total genial? Was sagt ein Elton dazu? Total genial, finde ich super. Gut, alles klar. Mit welchem Hilfsmittel lässt sich der Deckel eines schwer zu öffnenden Marmeladenglases lösen? A. Eiswürfel, B. Gewebeklebeband oder C. Dinkelmehl? Mit welchem Hilfsmittel lässt sich der Deckel eines schwer zu öffnenden Marmeladenglases lösen? Also Gewebeklebeband würde ich schon mal komplett ausschließen, weil das mir einfach zu, ja, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Eiswürfel könnte damit zusammenhängen, weil das Material sich dann vielleicht, der durch die Kälte dann vielleicht ein bisschen auseinanderdehnt. Obwohl, ich glaube, durch Kälte zieht sie sich eigentlich mehr zusammen, oder? Ich habe keine Ahnung. Also holen wir erstmal Elton mit ins Boot. Wie jetzt? Wenn man das vielleicht doch um den Deckel legt und dann rutscht man nicht so ab. Du, oh Gott. Warum nicht normales Weizenmehl?
Oder vielleicht Dinkelmehl, weil da irgendwie eine bestimmte Zutat drin ist, wo man, wo sich das Marmeladenglas, der Marmeladenglasdeckel irgendwie, ja, keine Ahnung, sich besser löst? So wie es in der Frage drin steht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wir fragen jetzt das Publikum. Gut, wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wen wollt ihr denn? Wir nehmen die Olle hier vorne. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Das passt für mich am besten. Ihr entscheidet euch für B. Nee, eigentlich nicht. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Beim Befüllen und anschließendem Verschließen von Marmeladengläsern entsteht ein Vakuum. Dieses Vakuum nur mit einem Handgriff zu brechen, gelingt oft nicht. Hier kann das Hebelgesetz helfen mit einem längeren Stück Gewebe. Was? Das Band an einer Deckelseite gut festdrücken und dann kräftig nach rechts ziehen. Durch die Hebekraft wird der Deckel leichter gelöst. Luft kann ins Glas eindringen und der Deckel lässt sich leicht öffnen. Was zum Teufel? Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500. Alter! Ja, alles gut. Das wäre jetzt das gewesen, was ich auf jeden Fall ausgeschlossen hätte. Aber okay. Unser Körper. Klingt doch interessant. Ich bin dabei. Wir nehmen unser Körper. Warum haben Frauen oft kalte Füße, Männer aber nicht? A. Frauenschuhe mit Absätzen beschleunigen die Blutzirkulation. B. Männer haben im Durchschnitt mehr Muskeln als Frauen. Oder C. Männer wackeln unterbewusst häufiger mit den Zehen. Wie stehst du zu A? Also ich glaube, es ist A. Wäre B eine Möglichkeit? Das schließe ich aus. Ich bin für A. Ihr nehmt A. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Die einen frieren schnell an den Füßen, die anderen nicht. Tatsächlich eine Frage des Geschlechts. Der Körper hält die Temperatur des Rumpfes auf 37 Grad. Doch die Temperatur in den Extremitäten wird gedrosselt. Das Ergebnis? Kalte Füße. Männer produzieren mehr Wärme mit ihrem Körper, denn Wärme ist Energie, die nicht verbraucht wurde und jetzt abtransportiert wird. Produziert wird die Energie von den Muskeln. Und Männer bestehen durchschnittlich aus 40% Muskeln, Frauen nur aus 23%. Mhm. Es bleibt bei 500 Euro. Oh Mann. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt Was bin ich, weil deutsche Sprache, das, da kann alles Mögliche drankommen und, ja. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß. Wobei wird in die Formen Schmetterling und Pilz unterschieden? A. Popcornformen, B. Krawattenknoten oder C. Zierkürbisse? Was? Wobei wird in die Formen Schmetterling und Pilz unterschieden? Popcornform, Krawattenknoten, Zierkürbisse. Also, laut meiner Erinnerung her gibt es ja zwei verschiedene Krawattenknoten. Aber dass das irgendwie mit Schmetterling und Pilz unterschieden wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Popcornform, das, also ich sag mal so, wenn der Mais ja zu Popcorn hergestellt wird, ich wüsste jetzt nicht, dass es da irgendwie eine unterschiedliche Art davon gibt. Also Schmetterling und Pilz-Popcorn. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Genau wie bei Zierkürbis, das ist genauso. Ich frage mal Elton. A halte ich für ein bisschen strange. Okay. Nein, ich würde B würde ich nicht sagen. C? Ich würde C nehmen. Okay. Ist aber auch ein bisschen weit hergeholt, also da bin ich mir nicht sicher. Auch wenn es vielleicht schief läuft und die uns gleich hinten mit der Keule drohen, aber wir nehmen einfach mal C. Mhm.
Ihr sagt C. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Wenn ein US-Amerikaner zwischen Butterfly und Mushroom unterscheidet, wandelt er nicht etwa durch Flora und Fauna, sondern sitzt wahrscheinlich faul im Kinosessel. Denn die Bezeichnungen beschreiben die beiden Formen, die ein aufgepopptes Popcorn annehmen kann. Entweder es ist rund und kugelartig, wie der Hut eines Pilzes, oder das Gebilde ist eher wild und unregelmäßig und erinnert an abstehende Schmetterlingsflügel. Also verarschen kann ich mich alleine, ja. 1500 Euro. Alter, niemals. Die letzte Frage vor der großen Masterfrage vorm Finale. Deutsche Sprache. Das Besondere an Papillarleisten ist, dass sie nur an Volljährige verkauft werden dürfen, bei jedem Menschen einzigartig sind oder ausschließlich an Hemden von Würdenträgern zu finden sind. Fang mal an zu denken. Was sagst du zu A? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Fällt dir zu B was ein? Das meine ich, hätte ich schon mal gehört. Wir loggen B ein. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Unter Papillarleisten versteht man die charakteristischen Linien in der Haut der Handinnenseite und der Fußsohle. Diese Linien bilden ein individuelles Muster aus verschiedenen geometrischen Figuren wie Wirbel, Bogen oder Schleife. Fingerabdrücke sind Abbilder eben dieser Papillarleisten. Sie werden zur Personenidentifizierung verwendet, da diese Linien für jede Person einzigartig sind und sich bis zum Tode nicht verändern. Okay. 1000 Euro auf eurem Konto. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Eine Frage an beide Teams mit drei Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit, die richtige Antwort einzuloggen. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Sehenswürdigkeiten. Ach du Scheiße. So, ich darf euch jetzt bitten, euren Einsatz zu machen. So. Das Problem ist jetzt, wenn die jetzt drüben alles setzen, beantworten die Frage richtig, haben sie 2000. Jetzt müssen wir erstmal, ja gut, wie machen wir das jetzt? Pass mal auf, wir machen das so, wir setzen 750. Und ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt nicht alles setzen, weil wenn sie doch alles setzen, haben wir dann trotzdessen, wenn sie falsch liegen sollten, haben wir ja immer noch was auf dem Konto. Und so machen wir das. Betrag ist gesetzt. Hier ist unsere Masterfrage. In welcher dieser Städte steht das höchste Denkmal Deutschlands? A. Kiel, B. Porta Westfalica oder C. Leipzig? Ja, 20 Sekunden ab jetzt. Das höchste Denkmal Deutschlands. Da müsste ich jetzt raten, weil ich jetzt nicht weiß, was das höchste Denkmal Deutschlands ist. Ich würde Ich rate Leipzig. Bin mir aber nicht sicher. Wie viel haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Okay. Das Team Elton. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort A. Das Team Elton hat getippt auf Antwort C. Schauen wir auf die Auflösung. Welche Denkmäler gibt es in den einzelnen Städten? In Kiel das Marine-Ehrenmal. Ja. In Porta Westfalica das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und in Leipzig das Völkerschlacht-Denkmal. Das Marine-Ehrenmal ist 85 Meter hoch, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig 91 und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ganze 3 Meter kleiner als das Völkerschlachtdenkmal.
Ja! Das bedeutet, Strike! Dass Team Elton gewinnt. Oh, jedes Mal, das ist so, man fiebert so mit. Oh, aber schön, wenn man so diese Masterfrage richtig beantwortet. Das ist herrlich. Und es war wirklich nur geraten. Aber besser wie gar nichts. Nice. Oh, wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Hier von Wer weiß denn sowas. Und hier, also nochmal ganz kurz hier gucken. Team Elton gewinnt. Und jeder Zuschauer kriegt 37,50 Euro. Also die Fahrt nach Hause ist so mehr oder weniger gesichert. Alles klar. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.